Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich glaube, wir gehen so langsam in die Endphase von unserem lieben, lieben, netten Game. Ich habe noch keine Seelöwen gesehen. Vielleicht sollten wir mal einen Abstecher machen. Aber erstmal haben wir hier was. Alle Macht dem Volke. Neue Option verfügbar. Ui. Mhm. Was wäre das denn? Invite. Ja gut, wir fangen ja immer eine an. Und wenn wir uns dann dazu entscheiden, nö, ist scheiße, dann machen wir das nicht. Dann lass mal hören. Jeder bei DedSec wühlt sich durch den abgefangenen Galilei-Datenmüll. War was dabei? Massenhaft scheiß viel Gutes. Ich habe uns schon eine Spitzengelegenheit herausgesucht. Also, die Wiederwahlkampagne des Abgeordneten Thrust kriegt logistische Hilfe von Invite. Das ist seltsam. Und illegal. Genau, wieso spenden die ihm kein Geld? Invite hat über Jahre gesammelte Daten. Ich meine, der Shit ist viel mehr wert als Geld. Aber warum helfen ihnen Deppen wie Thrust? Ohne fremde Hilfe findet er seinen eigenen Hinter nicht. Tja, greifen wir ihn an. Machen Radau. Mal sehen, was er macht. Ja, soll er mal reagieren. Treiben wir ihn raus. Geben wir das bekannt. Marcus, glaubst du, du kannst ihm eins reinwürgen? Oh ja, ich weiß schon was für ihn. Ich verziere die Mordsreklamewand mit seiner dummen Visage drauf. Eine deutliche Botschaft. Und ich kümmere mich um seine Wahlkampfgelder. Und ich werde ihn in den sozialen Medien blamieren. Und ich demoliere auch gleich seine Website. Und ich mache auf seiner Online-Werbung Platz. Ich gehe mir noch ein Bier holen. Und ich guck zu. Eure Freiheiten sind nur in einer starken Demokratie sicher. Aber Interessen von Konzernen beeinflussen Wahlen. Eure Wahlen. Euer soziales Lieblingsnetzwerk, Invite, weiß alles über euch. Und sie manipulieren eure Feeds, um eure Meinung für ihre Interessen zu kontrollieren. Sie täuschen euch, damit ihr diese Marionette wählt. Den Abgeordneten Mantras. Invite besitzt das mächtigste Werkzeug zur Meinungskontrolle, das es je gab. Verteidigt Demokratie. Helft uns, Invite zu vernichten. Leiht uns Prozessorleistung, indem ihr unsere App herunterladet. Und gemeinsam stellen wir Thrust bloß. Helft uns. Wir sind der Zack. Aber ich muss vorher noch mal runter, denn Josh wollte auch was. Von uns. Nee, Ray wollte was von uns. Was ist, Ray? Joshua hat was Seltsames beim Galilei-Hack entdeckt. Es ist Code, aber die Kommentare sind chinesisch. Oh, sag nicht, die Chinesen haben den Satelliten-Backbone schon gehackt. Nicht die Satelliten. Die Tiefseekabel, die China und die USA verbinden. Hm. Das ist nicht mal das Interessante an der Sache. Bloom hat den Hack überwacht. Laut Joshua haben die Hacker Daten gestohlen und sie benutzt, um ein Vermögen an der New Yorker Börse zu machen. Hacker werden zu Insider-Händlern. Und? Das ist doch nicht das erste Mal. Nein, jetzt kommt's. Das Programm, das die Hacker benutzen. Trommelwirbel, George, bitte. Mustererkennungssoftware. Sieht für mich verdammt klar nach Bellwether aus. Und Blum weiß das? Warum halten die dann die Füße still? Genau darum geht's hier. Wir haben keine konkreten Infos, außer die chinesischen Hacker haben einem Frachtschiff eine Vorabfreigabe für San Francisco erteilt. Ihre Schiffscontainer sind gerade im Hafen eingetroffen. Das sehe ich mir an. jede Menge zu tun. Oh, und wir haben hier direkt jemanden, der viel Geld für uns hat.
Sei denn, die Person ist nein, da. Haha. Dann lass mal gucken. Alle Macht dem Volk. Verziere Truss Werbetafel mit Graffiti. Schicke dem Kongressabgeordneten Truss eine Botschaft, indem du seine nervige, riesige Werbeanzeige ein wenig aufhübscht. Und dann haben wir noch Shanghai. Ach, das ist dieser Ripcode. Ja. Shanghai, was wird da? Frachtcontainer nahe der Bay Bridge untersuchen. Die Auntie Shoeboys schmuggeln irgendetwas im Frachtcontainer und du musst herausfinden, was darin und Marcus, das... wir haben einen echten Schatz in dem Galileo-Dump gefunden, mit Tides Namen drauf. Bin ganz Ohr. Ranch und ich arbeiten an einem Plan. Wir weinen dich ein, wenn du wieder in der Garage bist. Okay. Hauptoperation Rob. Ja gut, wir machen jetzt erstmal Roboterkrieg. Haben wir jetzt auch neu reingekriegt. Ja gut, wir bleiben jetzt dabei. Mit diesen Malen. Da ist die auch, ne? Das ist die, wo ich... Nee, da muss ich hin. Okay. Einmal die Schnellreise nutzen. Ja, aber das ist... War ich hier schon drin? Auch nicht schlecht. Das ist beängstigend. Stell dir vor, was passiert, wenn Bloom CTOS weltweit einführt. Länder ohne gesetzliche Regelungen. Länder, in denen es die Regierung aktiv gegen ihr Volk einsetzt. Das wäre eine... Wir greifen weiter ihre Geschäftspartner. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt abgegangen ist. Oder plötzlich, warum sie jetzt plötzlich weg war. Ich habe nämlich nichts weggedrückt. Es regnet. Oh, das ist das erste Mal, dass es richtig regnet. Huch, Mädel. Da oben. Will die mich verarschen? Wie soll ich denn da hochkommen? Wie soll ich denn... Von hier vielleicht? Hä? Wie soll ich denn da hoch? Geh jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll ich da hochkommen? Ich muss da wahrscheinlich auch persönlich hin. Ich mach das mal mit dem Ding hier und guck mal. Wie zum Teufel soll ich hier hoch? Springen wäre zu weit. Der Kran, ernsthaft? Die Plattform hier. Okay. Und die kann ich dann senken.
Und ich habe gerade noch überlegt. Oh, was hat denn die... So, jetzt darauf, komm. Und jetzt nach oben. Geil. Wie geil. Das Motorrad wackelt die ganze Zeit. Wie geil ist das bitte? Alle fragen sich später, wie kommt das Motorrad hier hoch? Bist du da? Ich schaue direkt zum riesigen Abgeordneten Thruss auf der Reklamewand. Mach dein Ding, Mann. Los geht's. Einmal bitte öffnen. Dankeschön. Und einmal schön Graffiti sprühen. Oder mit dem Wischen. Ne? Ja, sieht gut aus. Jetzt weiß er, dass wir hinter ihm her sind. Wunderbar. Ein ganzes Team DedSec-Mitglieder arbeitet an Thruss anderen Anzeigen. Klasse. Inzwischen habe ich ein Paket für den Invite-Server geschnürt. Triff mich draußen vor Invite und ich erklär's dir. Klar, bis später. Wow, 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 wow. Und jetzt einfach nach unten. So, scheißegal wie und so, aber ist mir auch, ist mir wirklich egal. Keiner kümmert sich darum. Hier liegt ein Toter, hallo? Was war das denn für ein Geräusch? Was ist denn jetzt? Hä? Was passiert hier gerade? So, Sitara bei Invite treffen. Genau, das ist da. Was ist denn hier? Hauptoperation? Hauptoperation. Ach, das ist dieser Robokrieg. Eieieiei. Na gut, ich mache jetzt erstmal die hier zu Ende. Bevor ich hier irgendeine neue anfange. Ja.
die Anzeigetafel war super. Wir wollten eine Reaktion, wir haben eine Reaktion. Ja? Wir haben eine Mail von Thrust an seine Leute erwischt. Er ist mächtig angepisst. Er fordert ein Gesetz gegen Gruppen, die über die Möglichkeit verfügen, geschützte Anweisungen und Handlungen offenzulegen. Das sind wir. Klingt nach etwas, das Invite unterstützen würde. Das ist ein Grund dafür, dass die Thrust helfen. Mhm. Du musst dich ins Büro der Geschäftsführerin hacken. Oh, Mary Catskill. Und? Hier ist ein Exploit, der eine Backdoor zu ihren Servern öffnet. Noch ein USB? Mit denen könnte ich einen Laden aufmachen. Den solltest du nicht verkaufen. Warum muss ich das eigentlich alles machen? Ich meine, wieso können die das nicht tun? Ich bin immer hier der totale Laufbursche. So. Als ich das letzte Mal da drin war, lief's nicht ganz so gut. Ging echt voll daneben. Ja, nicht dran denken. Übrigens, deshalb wurde die Sicherheit verschärft. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Er will einen Ausbruch inszenieren. Sie hatte so einen ganz toll, ich freue mich schon drauf. Aber wir müssen konsequent sein. Ich sag's echt nur ungern, aber wir haben wirklich alles versucht. Ich ermuntere ihn. So, einen habe ich. Wo ist der nächste? Muss doch hier noch eine Person hacken, oder nicht? Hä? Muss ich nicht noch eine Person hacken? Alles offen. Erst wollte ich Bananenchips holen, wie sonst. Aber ich konnte keinen einzigen Scherz Bananenchip mehr sehen. Ich brauche die volle Dröhne. Wow. Ich mache einfach mal. Oh, ich werd gesehen. Gesehen. Ich muss noch da hinten. Das ist ja sehr schön. Ich muss nach unten? Wie soll ich denn nach unten kommen? Ist hier irgendwo eine Treppe? Ich kann nur nach oben gehen. Telefon von... Nicht los, Leute. Fuck. Da ist ein Eindringling. Alarm wegen eines möglichen Ziels in ihrer Nähe. Over. Scheiße. Ich muss nach unten? Aber wo war denn da unten? Als ich das letzte Mal da drin war, lief's nicht. Wey, Alter. Ja. Nicht dran denken. Übrigens, deshalb wurde die Sicherheit verschärft. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Nein, Idiot, nicht den Vogel. Hattest du schon mal eine Hernie unter der Lunge? Echt schlimm. Du versuchst einzuatmen? Ach, da oben ist noch einer, den ich hacken muss. Hier. So, das ist alles auf. So, ich muss jetzt dahin. Und dann muss ich nach da. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich nach unten kommen soll. Was er am Wochenende vorhat, Freundin hat, Typ, der so steht.
Er steht einfach hinter dem Tresen und tut so, als wäre das alles überhaupt kein Problem für ihn. Irgendwann macht er was auf seinem Handy und ich denke mir, er bittet seinen Mitbewohner um Hilfe, als plötzlich eine Drohne durchs Fenster kommt. Direkt auf mich zu. Ich glaube, ich muss allgemein mal auf Drohne und sowas zurückgreifen. Hey, Moment, das hier ist Sperrgebiet. Was willst du jetzt unternehmen, hä? Dann gehe ich halt ein bisschen weiter weg. Was willst du jetzt? Ja, ich bin... Bin ich. Hier darf ich ja wohl hin, oder? Oh. Himmel. Okay, das kann er nicht. Hey! Hey, Sie! Hier soll es noch weiter nach unten gehen, aber... Ups, meine Schuld. Ich sehe es nicht. Ah! Fuck! Okay, ich muss das eine Ding da, dann muss ich doch runtergehen wahrscheinlich. Gesichert, rücke vor. Ich bin mir nicht sicher. Ich warte einfach nur. Moment mal. Ich warte einfach nur. Auf. Oh mein Gott. Nicht jetzt. Mach das nie wieder. Hast du mich gehört? Na, geht doch mal alle rein jetzt hier wieder. Ah, hier ist kein Fenster auf. Echt angepisst. Solche Leute sollte man nicht provozieren. Es ist immer schwer, diese Höhe einzuschätzen. Da muss ich hin. Was, das Teil kann das noch nicht? Nein. Okay, da muss ich mein kleines Fahrzeug da reinschicken. Okay, der ist mir im Weg, der Type da. Der ist mir definitiv im Weg. Verzieh dich mal bitte. Ach Mann.
Jawohl, Türen sind auf, alles klar. Jetzt muss ich da nur noch rein. Ich habe das Dingens nicht freigezapft hier. Telefon von Inwald ziehen anzapfen. Ich weiß nicht, ob er das kann. Ich hoffe es. Aber dann schicke ich ihn jetzt raus. Ich muss nach oben. Wo ging's hier nochmal nach oben? No manches. Que carajo. Okay. Spürt ihn auf. Ich kümmere mich erstmal hier drum. Oh, wow. Immer schön schnell gucken, 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 gucken. Ah, ich habe keine Ahnung. Muss von da hinten kommen. Okay, das ist so eine Scheiße hier, ey. Immer diese Rumrennerei. Ja, hier läuft das jetzt. Als ist der da auf? Ja gut, aber jetzt fehlen mir hier die Dinger. Zum Aufmachen. Ah, so. Okay, auf, auf. Der ist auf. Der ist auf, aber der ist blockiert jetzt, ne? Das ist egal, er ist hierfür auf. Ach, Mann. Von oben, von unten. Oh Gott. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Aber ich muss eh Schluss machen und sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.